Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe letztens meiner Community einen fetten Ordner gegeben, wo Wieland und ich vor, sag ich mal, einem Greenscreen verschiedene Dinge gemacht haben. Boah, was ein geiler Arsch. Und hat denen gesagt, die besten drei Einsendungen kriegen insgesamt 1000 Euro Gewinn. Was dabei rauskam, werden wir uns jetzt angucken. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet, Digga. Das Ganze heißt Papa Plattenfield 1. Kranke Scheiße, Digga. Das ist kranke Scheiße. Oh, was ist da drüben? Hier. Das ist kranke Scheiße, Bro. Wir starten richtig stark rein. Holy shit. Ich packe dieses Video auf jeden Fall schon mal in die engere Auswahl. Krank. Sehr, sehr geiler Start. Vielen, vielen Dank, mein Bro. Okay, das nächste ist von Luis. Aber ist auch wieder ein Trailer. GTA 6 Trailer. Oh nein, das stört's nicht! Digga. Oh mein Gott. Digga. By sticking together. Bro, das Geile ist, dass wir in 2023 sind und es gibt inzwischen diese AI-Voices, Bro. Das ist ja so geil. Also, checkt ihr, was ich meine? Das macht das ja so viel geiler. What the fuck? Trust? Bro, what the fuck? Trust. Bro, what the fuck? Holy shit. Alter. Junge, Luis und Javo. Alter. Ich bin sprachlos, wirklich krass, wirklich krass. Vielen, vielen Dank auch für die Einsendung, Jungs. Geil, holy shit. Kommen wir zum nächsten, Freunde. Das nächste ist einfach nur ein Bild von Beyblade. Boah, Digga, holy shit. Okay, er hat einen Elden Ring Fanart gemacht. Wo Wieland als der edle Ritter ist und ich als der böse Drache mit zwei Köpfen. Bro, das ist actually auch sehr, sehr hart. Ist sehr, sehr hart. Vielen, vielen Dank, Mann. Oh Gott, was zum Fick ist das hier? Papa Platte in Subway Surfer? Findet ihr gut editiert? Nein, ist mega Arsch, Bro. Weißt du, Bruder, da gibt es so Leute, die geben sich so über viel Mühe und dann gibt es das hier. Was zum Fick ist das, Bro? Er hat einfach so TikTok Subway Surfer Gameplay gerippt von Daily Dose auf Twitch. Und hat die Scheiße drüber gepackt. Ja, Bro, also ich will dich jetzt nicht enttäuschen, aber das kommt nicht in die enge Auswahl, Bruder. Kuss. Latten Kong Trailer, oh Gott. Okay, viele Leute sind für so Filmtrailer, Game-Trailer gegangen, finde ich sehr geil. Sehr geil. Jahrhundertelang lebte der Drachenaffe Latten Kong, unbeachtet von der Außenwelt, auf seiner einsamen Insel. Und auf der anderen Seite des Meeres, am Rande der Welt, eine Stadt namens Latten City. Die Menschen hier lebten in Harmonie mit den kleinen Mitbewohnern namens Zwergseppen. Bro, oh mein Gott. Sollte sich alles ändern. Oh mein Gott, war geil. Oh mein Gott. Ist das kacke, Bro. Also Godzilla-mäßig. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann merke ich, dass es richtig im Bach untergeht. Werde ich töten. Bro, Alter, das ist übelst krank. Unfassbar. Komm, Maria, Pief, ich komme. Bitte mach's nicht ergehen, lass die Scheiße sein. Alter, ich würde mir diesen Film reinziehen, holy shit.
Nicht im Kino. Ich bin und dieses Video war geil. Bro, krass, what the fuck, Alter. Krass, krass, auf jeden Fall auch engere Auswahl. Lukas, vielen Dank fürs Einsenden, ultra geil. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich stolz sein kann auf meine Community, dass ihr kreativ seid. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine andere Community gemacht hat. What the fuck, Bro? Holy shit. Sie ist es von Timmy Paint. Wielands, oh mein Gott. Wielands Reportage über die NS-Zeit. Hallo. Das ist scheiße. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann merke ich, dass es richtig den Bach runtergeht mit uns. Bro. Nein. Nein. Let's go! Ja! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder, was? Das finde ich richtig geil. Bro, what the fuck, Alter. Oh mein Gott, ich muss kurz wieder dann rufen. Arsch? Ey, Bruder, du musst kurz Discord kommen, ich muss dir was zeigen. Okay, ich schau, warte. Warte. Oh Mann. Wieso steht da wieder ins Reportage über die NS-Zeit? Warte ab. Es ist herrlich, es ist herrlich. Hallo. Das ist scheiße. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann merke ich, dass es richtig den Bach runtergeht mit uns. Nein. Nein. Let's go! Ja! Bro. Dude. Bro, what the fuck? Oh Mann, ey, so eine Scheiße, Digga. Krank, Alter. Ey, wenn du Bock hast, können wir die restlichen noch zusammen machen, wenn du Zeit hast. Ich werd down, ja, ich bin eh nur am Racken. Nee, ja, easy, easy. Ich hab eh keinen Content. Easy. Dann join gerne. Das ist von Light Blue, ein YouTube-Video. Richard, du sollst doch nicht so schnell fahren. Oh, Entschuldigung. Das war's. Das war's. Ey, den fand ich aber schon sehr geil. Den fand ich auch stark. Der war simpel, aber stark. Okay, das nächste ist von Morty. Diese Welt ist nicht mehr das, was sie mal war. Ein genmanipulierter Minecraft-Streamer ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Bro, übelst geil. Jetzt machen so viele Leute so Shit mit so geilem Voice-Over. Das ist richtig stark. Das edit extrem viel, finde ich. Er hat es auf den schizophrenen Kevin Schüssel abgesehen. Wir brauchen jetzt jemand, der die Bevölkerung schützt. Und ich höre mich an, als hätte ich einen Stock im Arsch. Nee, doch nicht Wieland. Digga, das ist auch richtig geil, Mann. Ja, sehr, sehr stark. Boah. Dieser Film wird niemals erscheinen. PS, Dominik ist der Lustige im Podcast. Mann, Schatz, ich bin scheiße getreten. Boah, Alter, das war, der war geil. Ja, das war kurz, knackig. Engere Auswahl, krass, mochte ich sehr. Sie ist von Nanni Marlo. Herzlich willkommen zu den 1 Uhr Nachrichten. Heute ist das hier passiert. Und dann gebe ich rüber zu meinem Kollegen Sir Welte, der macht den Wetterbericht. Schönen Abend noch. Ich sehe ihn fliegen. Er landet. Das ist meine Chance. Ihn werde ich töten. Leute, was zum Fick soll das? Ich bin Basti Diagema und hört mal auf. Herzlich willkommen zu unserer Minecraft-Challenge. Heute habe ich den Ender-Drachen kopiert. Übergeil. Zwei, Bro, das ist auch richtig gut editiert, Mann. No joke. Oh shit, mit Bastis Intro-Musik. Basti GG und du wurdest gefickt. Boah, das ging hart, Alter. Das ganze Video ging fucking hart. Das war auch geil. Das war auch mega knackig, schnell. Mit dieser tiefen Schärfe und so war übelst geil editiert auch. Digga, das können wir doch auch nicht mit in die engere Auswahl nehmen. Ja, müssen wir. Doch, musst du. Das war wirklich krank. Da muss halt anderes weichen später. Das gewinnt ja eh nach. Aber wie viel gewinnen? Was Bro, eigentlich nur 3.000 Euro. Aber ich glaube, wir müssen noch 5 Euro oder so. Bro, das ist überkrank. What the fuck? Oh. Es ist ein YouTube-Original, aber es ist auch Netflix-Original. Auch Netflix. Es ist beides auf einmal. Genauso funktioniert ich glaub, da das. Ich hab da noch Paramount-Sterne reingeflogen als nächstes. Nee, aber USA-Original. Oh, okay, warte. Okay. EA Sports. It's in the game. Yeah.
du wurdest verarscht, als du das Video angeklickt hast. Ja, ich glaube auch. Okay, Smash jetzt auf einmal. Ja, Sire, ich werde den Knecht niederstrecken. Herzlich willkommen zu dieser Minecraft-Challenge. Wow, das ist das Kacke. Wieso bin ich doppelt so groß wie du? Wir haben es den Leuten in Full HD geschickt. Guck mal, was er draus gemacht hat. Guck mal drauf, guck mal, wie du aussiehst, Bro. What the fuck? Digga, du bist einfach ein Haufen Pixel, Bro. Stirb! Oh. Nimm das, was du verdient hast! Stirb! 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 Endlich kriegst du das, was du verdient hast. Bro, was zum Fick? Wir haben so stark begonnen. Was zum Fick? Das war wirklich auch so unfassbar scheiße. Ey, Little Jax, es tut mir unfassbar leid. Das war eine Minute Bilder für diese Scheiße. Dachte, er hat Überbanger produziert. Ja. Oh Mann, ey. Okay, wir machen weiter mit der Einsendung von Tammy263. Das Ganze nennt sich Wieland Welte versus Captain Scheiße. Wer ist Captain Scheiße? Das ist so ein Boss, den ich in Elden Ring ein Stück zu lange gefightet habe. Und vor allen Dingen war er kein Boss, sondern er war nur so ein kleiner Miniboss vor dem Boss. AOE Blitzschaden, Bro. Bist du 3 Jahre alt, wirklich? Die Attacke, die ich ausdenke, wenn ich 5 wäre, Bro. Wie es mich da zusammenklatscht, Alter. Ja. Komm, wir gehen in den Bossraum. Oh, du Bastard, wirklich! Zeig der fuck mich so krank! Er ist der Beste! Er ist einfach der Beste! Er ist einfach besser als ich! Er ist einfach besser als ich! Bro! Willst du auch noch meine Freundin ficken oder was, Digga? Er fuck mich so krank an! Dieser Bastard! Und dann du einfach! Oh mein Gott! Spiel wieder los, Alter! Oh Mann, herrlich! Herrlich! Okay, dann haben wir ein Video von Junglius. Flugzeuge versus Drachen. Alter, okay, krass. Junge, mehr als. Alter, das ist überkrass. Oh nein, oh nein. Nein, der Flügel brennt. Oh nein, wir stürzen ab! Oh nein! Okay, chillig. Die Explosion ist auch entspannt, das ne? Das finde ich richtig geil. It's me, Mario! Digga, das ist echt gut gemacht, holy shit! Das ist High Quality. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht, Mann. Richard, du sollst doch nicht so schnell fahren. Oh, Entschuldigung. Auch so eine NPC-Konversation, ne? Bro, das ist krass, holy shit. Mamma mia. Nein. Ich bin Basti GRG und das hier finde ich nicht gut. Boah! Alter, heftig! What the fuck? Was ist das? Ich hab ihn getroffen! Mamma mia! Ich hab das Gefühl, wieder gut. Digga, er macht Spielfilm! What the fuck? Ja! Digga, halbe Julian Bam Video! What the fuck? Würde ich in die engere Auswahl tatsächlich packen. Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen. Alter, vielen, vielen Dank für die Einsendung, Bro. Alter, das war das erste Mal, dass jemand so richtig auch so 3D-Animationen gemacht hat und so. Das war sehr, 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 sehr geil. Also das war vom Editing her das Krasseste, finde ich. Storytelling-wise hatten wir schon noch ein paar stärkere, aber Editing-mäßig auf jeden Fall bis jetzt mein Gewinner. Okay, wir kommen zum nächsten von Zenobia. Ich bin Ritter. Ich bin Basti GRG und das Einzige, was ich mehr mag als Minecraft, ist Geld. Boah, das ist ziemlich geil. Boah, das macht mich ein bisschen an gerade hier. Boah, ich muss echt sagen, das hier macht mich so unfassbar an. Chat, so sieht Brandenburg nicht aus. What the fuck? Aber ich wünsche, dass wir das aussehen. Kurze Frage, was genau ist das? Hallo, schönen guten Tag. Genau so sieht NRW aus. Ja, real talk. Genau so sieht NRW aus.
Oh mein Gott, für die Leute, die meine Elden Ring Streams gesehen haben, die wissen Bescheid. Dodge, Stich, Dodge, Stich, Digga. Digga, das ist so fucking random, Bro. Für die Leute, die Elden Ring Streams nicht gesehen haben. Bro, wieder, du musst wissen, ich habe an diesem Boss, glaube ich, 10 Stunden gesessen und dann habe ich mir irgendwann so ein Tutorial reingezogen von so einem Typen. Und so, und ich habe so dieses Tutorial angeguckt und auf einmal kommt so er hier. Und der ist lange gestunt. Ja, der ist sicher 5 Sekunden oder so gestunt. Man kann richtig Schaden drücken. Und er fängt immer so an. Dodge, Stich. Dodge, Dodge, Stich. Dodge, Stich. Stich. Und er ist gestaggert. Und ja, ist Dodge. Und Stich und er ist gestaggert. Digga, das ist so fucking random. Geil, aber es war so witzig, weil ihr müsst euch vorstellen, ich war so 6 Stunden war ich bei diesem Boss so stuck, Bro, und dann gucke ich dieses Tutorial. Legendary, Digga, legendary. Er hat das hier draus gemacht. Dodge, Stich, Dodge, Dodge, Stich, Dodge, Stich. Geil. Oh mein Gott. Ja, die habe ich noch nicht besiegt. Ich bin Ritter wieder in Welt aus. Was? Das ist der. das ist der schwerste Boss in Elden Ring und den habe ich noch nicht gekillt. Aber ich mach den auch. Ja, da bestimmt. Digga, dieses Dodge-Dodge-Stich, Bro, war sehr, sehr gut umgesetzt. Ich mochte das. Das war wirklich sehr, sehr cool. Das war von allen Elden Ring-Einsendungen, die wir hatten, mein Abstand-Favorite. Ich glaube, es schafft es trotzdem. Die Engel-Auswahl. Oh. Ja, komm, wir machen jetzt auch in die engere Auswahl. Okay, jetzt ist es von Liam, Super Smash. Okay, er hat auch den Super Smash Bros. Ansatz genommen. Finde ich auch ziemlich Super Smash, muss ich sagen. Lass uns einfach ins Video reingehen, Bro. Fucking wieder, Digga. Sehr gut, in den Krieg. Wieder ein Löwenherz. Mario! Go! Woo! Woo! Ja, das ist ehrlich nicht so schlecht. Das ist ehrlich sehr geil. Das ist, Alter! Das ist stark! Das ist sehr stark gemacht, holy shit! Also Endboss, du musst so der Boss mäßig. Bro, das ist krass! Das ist sehr geil gemacht. Das fand ich sehr, sehr stark. Ey, bist du noch, du köstlichst ja noch Red Bull. Oder? Ich glaube, ich esse es einfach. Ich beiß in die Red Bull-Flasche rein. Danke für den Hotdog. Danke für den Hotdog. Oh mein Gott. Boah, das fand ich auch sehr, 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 sehr nice. Das mochte ich. Ich glaube, es ist nicht engere Auswahl, aber es ist sehr stark gewesen. Okay, machen wir weiter mit König Kresse. Ich bin Basilia G und ich bin am Schwimmen. Findest du geil, wie aufwendig manche Sachen sind und wie unfassbar beschissen manche andere Sachen. Das ist geisteskrank. Er hat nicht mal irgendwie dich gleich groß gemacht wie die anderen Menschen oder so, ne? Nein, stimmt. Stimmt, Digga. Oh, was ist das da? Oh nein, oh nein! Oh, 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 nein, der Flügel brennt! Oh nein, oh nein. Oh, wir stürzen ab! Okay, safe, nicht in die Twitter aus. Safe. Ich bin sprachlos, wirklich. Also, noch nie bei einem Format gingen Dinge so weit auseinander wie hier. Von überkrass bis richtig beschissen ist wirklich alles dabei. Holy shit. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten von Luredako. In einer Welt mit viel Zauberkram und so einem Zeug. Ich glaube, das war von ihm selber. Da, wo die alten Kräfte mit der Zukunftstechnokröte abhängen. Digga, what the fuck? So eine Menge Welten klatschen zusammen, wenn das Schicksal an seinen Zeichen rumfriemelt. Digga, das ist. Mario! Und dabei einen Drachen erledigen oder wie auch immer, ist mir egal! Das ist ein geiler Voice-Over.
Das war jetzt aber sehr, sehr hart. Sehr, sehr hart. War das krass. Ich hab einen Reel auf der Editur in Berlin mit dir gemacht. Aber das giganteste Abenteuer ever. Der Drachenkram winkt dir zu, wie eine Giraffe beim Limbo-Dance. Digga, Ich will nicht. Boah, ich hab gar keinen Bock mehr auf diese Drachenscheiße. Ey, Mann, das war jetzt aber mal sehr, sehr hart. Ey, das war eine 10 von 10, Alter. Ja, sehr krass. Auch enge Auswahl. Geil, Mann. Okay, wir machen weiter mit einem Video von Seal. Hallo. Okay, das Ganze heißt einfach nur geil an. Das Ganze heißt einfach nur Yor. Er hat es einfach nur Yor genannt. Hallo. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann merke ich, dass es richtig den Bach runtergeht mit uns. Das ist 15 versus Basti GG. Hi, ich bin Basti GG. Oh mein Gott, das hasst er. Hi, ich bin Lauri. Wer heißt du? Hi, was geht? Ich bin Basti GG. Hallo, Hübscher. Ja, gut hergekommen. Ja, Mann. Hast du auch ein Haustier? Katze. Hey, Leute, spielt ihr Minecraft? Ja. Leider nicht. Oh, das kannst du mir gerne beibringen. Hab ich mal, ja. Ja, ich weiß nicht, ne? Man ist ein bisschen älter geworden. Was zum Fick ist das, Bro? Was zum Fick guck ich gerade? Hallo, guten Tag, ja! Ey, Fabo, du bist dick. Ja, was ist denn los? Ich finde dich scheiße. Mann, du Opfer. Digga, ist das kacke. Hallo, Hallo, Bro, hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was zum Fick gucken wir gerade wieder an? Was ist das? Ey, das hat irgendwie eine ganz... Jetzt weiß ich, wieso das Video Joa heißt, Alter. Ja. Boah, er wusste selber nicht genau, was er gemacht hat, einfach. Da wird mir jetzt auch kein Titel einfallen, so auf die Schnelle. Digga, ist das dumm, ey. Ich glaube aber, wir hatten schon Sachen, die hatten ein bisschen mehr Ordnung und dadurch waren die für mich eher in der engeren Auswahl. Trotzdem sehr, sehr starke Einsendung. Steel, vielen Dank, mein Bro. Kuss. Okay, das nächste ist von Z. Üden. Okay. Legende. Der hat ein paar Sachen schon für mich gemacht. Ich glaube Emotes, oder? Ich glaube, das ist ein Emote-Guy. Hallo Kevin, hallo Chat. Ich bin's mal wieder. Z-Üden. Für die Greenscreen-Challenge habe ich mir viel Konzepte überlegt. Und wie man hier schon im Hintergrund sieht, haben wir einen eher ritterlichen Filmposter-Stil. War jetzt so ein bisschen so Speedart-mäßig dazu gemacht. Und dann habe ich noch einen Schwanz gerendert für Kevin. Bitte? Und der Text ist von... Bitte was? Er meint einen Drachenschwanz. Es geht um den Drachenschwanz, Leute, okay? Und dann habe ich halt die ganzen Filmcredits da reingemacht. Kaum, da ist auch Craigs Arsch dabei. Hier nochmal so ein kleines Before and After. Boah! Alter! Oh, nee. Bro, das ist sehr, sehr heftig. Holy shit. Ja, sehr, sehr gute Arbeit, Bruder. Jetzt kommen wir direkt zum zweiten Konzept, nämlich den Super Domo Bros. Ja, mega beschissener Name. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Hier sieht man nochmal, dass ich auch so 3D-gerendete Sachen gemacht. Check. Zusammengestellt habe. Und so eine Piranha-Pflanze frisst. Ich find's geil, wie er so kommentiert hat, hätte er so absolut keinen verfickten Bock gehabt auf dieses Video, Bro. Aus Arsch. Alter, er saß aber daran 2,5 Stunden. Crazy. Hier mal wieder so ein Before and After. Boah, das ist auch sehr, 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 sehr geil. Also wirklich sehr, sehr heftig. Vielen, vielen Dank, Mann. Und dann haben wir noch eins. Jetzt kommen wir auch schon zum dritten Konzept, nämlich hier dieses Basti GRG-Ding. Du siehst ultra beschissen aus. Hey, what the fuck? Das wird auch nicht. Digga. Die ist bei 97% da gewesen. Domus Adventure. Bro, das ist krass. Das brauchen wir auf jeden Hintergrundbild, Bro. Das ist überhart. Holy shit. Hier wieder ein Before and After. Bro, finde ich auch sehr, 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 sehr geil. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank für die Einsendung, Bro. Fürs nächste Konzert habe ich leider die Footage verloren, weil mir das Ding da abgestürzt ist. Aber da begeht Kevin gerade Kriegsverbrechen. Bro, warte mal. Bruder, was zum Ficking hier? Holy shit, Alter. Alter, das ist aber auch sehr, 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 sehr geil. Sehr, sehr geil. Alter, danke für die Einsendung. Ist auf jeden Fall auch engere Auswahl für mich. Alright, wir kommen zur letzten Einsendung. Wir kommen zu Petty Twitch. Ausgesetzt in der Wildnis von... Nein, das ist in Sachsen, Bro! Kämpfen Spider-Teams 14 Tage ums Überleben.
Ich opfer meine Gesundheit gerne mal für ein, zwei Tage, aber ich fand auch die 10 Tage LAN-Party war schon hart an der Grenze. hast du das wirklich mal irgendwann gesagt oder ist das KI? Ich weiß es gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist KI, oder? Das klang wie KI. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal festen Stuhl hatte, okay? Ja, hier ist KI. Obwohl, vielleicht, ich weiß nicht. Bro, ist das scheiße, Mann. Was genau soll das hier sein? Mann, Junge. Mann, Digga, mit so einer Scheiße hören wir jetzt hier auf, oder wie? Heute ist erstmal Shelter dran, Freunde. Ich liebe Minecraft. Ich liebe Minecraft. Endlich ist es wieder soweit. Wir starten eine Challenge. Ich habe eine Art Shelter am ersten Tag gebastelt. Irgendwer hat das alles gemacht und dann gerendert und dann hochgeladen und dann einen Titel gewählt und es dann eingesendet. Das ist so krank. Wie viele Steps. Ey, das ist wirklich das Krankeste. Ne? Leute haben da wirklich gesessen und dachten so, ja, das ist gut, das lade ich so hoch. Das ist gut, Mann. Ey, wie lange würdest du sagen, du hättest gerne mal einen Dreier? Ich denke ja. Dann wären es ich, du und deine Mom. Bruder, halt dein Maul! Ich habe ganz wenig Spaß gehabt. Dann wird ständig vor allen Leuten auf einem rumgehackt und es hat mich abgefuckt. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren, ne? Das ist der LAN-Party-Clip, oder? Das ist der LAN-Party-Clip, ja. Ey, Mann. Oh. Ja, Paddy, ich muss dir leider die traurige Nachricht mitteilen. Du bist auch nicht in der engeren Auswahl. Ey, das hat mich auch trotzdem nur zum Lachen gebracht dann, ne? Das ist alles, was geht, wenn man am Ende lacht. Ja. Alright, Freunde, also gewonnen hat Junglius mit dieser Animation hier. Das war dieser animierte Guy. Dann auf Platz 2 ist Lure Darko. Zukunftstechnokröte ab. Und dann Nummer 3 gewonnen hat Z-Üden. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Mit diesen unfassbar geilen Bildern, Bro. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich glaube, das hier ist mein Favorite. Richtig, richtig krank. Absoluter Boss. Und dann haben wir noch ein paar Leute, die in der engeren Auswahl waren, haben wir auch noch 100 Euro gegeben on top, obwohl die eigentlich gar nicht geplant waren. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle Leute. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann machen wir es nochmal. Lasst auch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, Freunde, lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.